Wir müssen uns vor Panzersoldaten hüten. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich wiederholt, was sich in der alten Zion-Bergwerk zugetragen hat. Hello. Die Straße da drüben führt ins Iglia-Ödland. Ihr werdet dort keine Renea finden, da es dort nur Ruinen und verlassene Dörfer gibt. Aber es wimmelt von Zeugen, also seid vorsichtig. Ich finde das nett mit den Abkürzungen hier überall, damit man nicht die Treppen wieder runtergehen muss. Ich halte im Auftrag von Sephir Wache. Man kann nie vorsichtig genug sein, wenn man es mit Strahlern zu tun hat. Wenn einer von uns auch nur einen Hauch der Gefahr wittert, müssen wir nur das Signal geben und alle können sich sofort verstecken. Oh. Okay. Dann halt nicht. Hier hatten wir alles. Also, ab mit uns. Oder vielleicht auch nicht. Haben wir, okay. Haben wir. Ne, passt. Dann... auf ins erste Abenteuer. Gucken wir mal. Well. Ist halt echt schön gemacht. Am I really doing this for some lousy cloak? There are Zugels here too? Hey! Oh. Rechne überall mit Zeugen, wo du hingehst. Sie sind einer der Gründe, warum ich dich brauche. Wir sind schließlich ein Team und das bedeutet, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Wenn ich also nach dir rufe, erwarte ich, dass du alle Gegner um mich herum ausschaltest. Was? Warum muss ich mich um alles? Im Gegenzug verspreche ich dir, alle Gegner um dich herum abzuschießen, wenn du nach mir rufst. In Ordnung? Ja, geht klar. Wenn du es dir nicht angewöhnst, bei Kämpfen zu kommunizieren, wirkt sich das auf die Moral und unsere Fähigkeiten aus, zusammen Kombos auszuführen. Ruf mich immer, wenn du mich brauchst, okay? Just a minute. Sieht so aus, als hätte der Gegner uns entdeckt. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Das musst du mir nicht sagen. Zusammenfassung: Boost-Angriffe. Du kannst Verbündete im Kampf auffordern, ihre einzigartigen Boost-Angriffe auszuführen. Ist die Boost-Anzeige BA voll, drücke die jeweilige Richtung auf 1, 2, 3, 4. Du kannst weitere Angriffe folgen lassen und dabei auch die HL regenerieren. Die Boost-Anzeige füllt sich mit der Zeit automatisch wieder auf, aber wenn du erfolgreiche Treffer und Konter landest, füllt sie sich noch schneller. Eisenklinge. Führe einen brachialen Drehangriff aus, der fast jeden Gegner zu Boden bringt. Hilf Verbündeten damit aus Notlagen und schaff Gelegenheiten für weitere Angriffe. Tutorial beginnt. With that blade and your strength, the average Zugel shouldn't be a problem, right? Now give it a shot. It's Magna Ray! Whirl of Blade! By the power of water! Here I sit! There! You're mine! It's Whirl of Blade! Magna Ray! Okay. You picked the wrong ah. Take this. It's over. This one's all mine. By the power of water. Okay. You picked the wrong fight. You're mine. They've got me surrounded. Shions Boostangriff feuert mehrere Lichtstrahlen aus der Mündung von Shions Gewehr. Effektiv gegen fliegende Gegner, schränkt ihre Flugfähigkeit vorübergehend ein und schreckt sie nieder. Okay, und dann kann ich diesen hier machen. Okay. Okay. Nett. Ah, jetzt haben wir's. Das müsste jetzt aber ein Erfolg gewesen sein, oder? Und
Jetzt? Ja, okay. Ich habe immer den gleichen Gegner angegriffen, deswegen. Wenn du dich mit anderen Gruppenmitgliedern für Boostangriffe zusammentust, kannst du Gegner länger angreifen. Verschiedene Mitglieder sind gegen unterschiedliche Gegnertypen im Vorteil. Also kombiniere sie, um im Kampf die Oberhand zu haben. Okay, hier wäre mal Geschichte. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, das kann was. Sieht so aus, als hättest du den Dreh raus. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Die waren einfach. Ist mir schon klar. Sie ist so herrlich genervt von ihm. I won't rest until I'm the best I can be. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when battle is a part of your everyday. Ugh. You can hardly see anything from here. Why don't we climb up higher and see if we can get a better view? Das hatte ich sowieso vor. Und zwar ganz einfach. Kartoffeln, ein Gemüse, dessen unterirdische Knolle verzehrt werden können. Die Triebe sind hingegen giftig und müssen vor dem Verzehr entfernt werden. Nein? Die Gegend ist halt wirklich grenzgenial gestaltet, muss ich schon sagen. Nette Gegners. Noch mehr Gegner, aber da ist auch was. Ja, okay. In dem Tal gibt es genug zu tun, würde ich sagen. Wir gucken jetzt. Hoppla, aber erstmal hier rauf weiter. Na, sieh mal einer an. Ein Schatztrüchen. Was haben wir denn Schönes? 500 Gold. Kann ich. Interessant. So these are the Fagan ruins? How'd you figure a place like this turns derelict? Your guess is as good as mine. I didn't even know this place existed until we heard about it. All that matters to me is whether I can find anything to wear in there. Why does she care so much about her appearance? How? Okay, futtert erstmal was, Madame. Wir werden uns jetzt einfach durch die Gegend schnetzeln, hätte ich gesagt, oder? Alle hab. Drei Zeugel. Das könnte interessant werden. Hallo? Let's dispose of the trash. Come one, come all. Take it! Swallow blade! Here I go! You're mine! It's over! Take it! You picked the wrong fight. You're mine. It's over. We turned the tables on him. There are still more left. Right. No time to hold back. If it's in the sky, it's mine. Slice. I never miss. It's over. Und tschüss. Ja, so. I still got a ways to go. Ja, aber so geht das Ganze schon wesentlich besser. Finde ich. Kommen wir zu der Tür oder ist hier unser Freund Alpha? Alpha. Da drin gibt es aber auch nichts Interessantes, oder? Nee, sieht jetzt nicht so aus. Okay. Dann wollen wir mal hier ernten. Kartoschkis, 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 Kartoschkis.
Wie viel Stück? 3. Und wow. Zu spät gesehen. Und danke, Madame. Du gehörst mir. Adios. Let's keep our eyes on the prize. Okay, die Sachen, die Kombos sollte man aber sehr weise einsetzen. Denn die brauchen dann ganz schön lang Pilze zum Aufladen. Alle. Hopp. Oh, es macht einfach nur Spaß, hier durch die Gegend zu laufen. Irgendwo was. Zeugel. 3 Stück. Her mit euch. Ja, miau, miau. Ich weiß. Und. Jetzt wollen wir mal diesen hier machen. It's over! Swallow Blade! You're mine! Take it! It's over! Take it! I'm not done! Try hard, my turn! Blue escape! Oh, der war schön. Und tschüss! Ha! Looks like it could be worth something. Langsam werd ich warm mit dem Kampfsystem. Es ist halt ziemlich viel am Anfang. Aber, wie gesagt, langsam wird's. Was haben wir da oben? Was Großes, oder? Ein Golem. Okay. Da oben sind sie. Ich habe sie doch vorhin schon gehört. 4 Stück gleich. Na toll. Kannst du mal? Dankeschön. Und danke. Ja, so soll das laufen. Komm. Ja. Das sollte gereicht haben. Apfelgelee, danke. Dann haben wir da oben 2 Hosenträgertiere. Nee, Gürteltiere, sorry. Mein Fehler. Hello. Gotta break through. Here I come. Wow. Zu spät reagiert. Swallow Blade. Wenn du halt mitten in einem Angriff bist und plötzlich greift dich der andere an, ist halt nicht so super. Nein, das lässt du aber ganz schön bleiben. Und jetzt zu dir. Die Gürteltiere sind nervig. Well then, let's keep moving. Da habe ich noch nicht so ganz den Dreh heraus vom Timing. Gürteltier und 2 Wespen, das sollte gehen. Bienen. Hallo? Damn it! Get lost! Rising Wyvern! Go! No, it's over! Flat! Take this! It's over! There! Rising Wyvern! Und viel Spaß damit! Hallo. Und tschüss. Bitte, danke.
Perfekt! Einmal und zweimal! Ha, läuft! Nicely done! Das macht so richtig Laune und ein Parallaxstein und ein Eisenstück. Okay. Nächster Halt, Golem. Ich denke doch. Hallo mein Freund. Jetzt sollten wir ein bisschen aufpassen. Weg, 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 weg. Das Mistvieh hat ein bisschen... Danke. Bisschen höhere Reichweite. Au. Madame, kannst du mal kurz? Danke. Au. Versteif dich nicht so sehr auf Bodenangriffe. Lass ihn uns einfach. I've used a bit too much healing. Ja, merke ich gerade. Das ist doch noch ein Golem. Lass mal gucken. Haben wir hier irgendwo ein Lagerfeuer? Sieht nicht so aus, oder? Da hinten. Nein, das ist kein Golem. Okay. Wir sollten erstmal... Ja, ja. Schön für dich. Sorry, keine Zeit zu spielen. Wir müssen... I wonder if those are the Fagin ruins below us. Shouldn't be too much farther now, if that's the... I guess it's been a while since I had a bite to eat. Don't worry about me. I'm used to working while I'm hungry. It's no big deal. It is a big deal. You should eat whenever you can. The last thing I need is you keeling over in the middle of a fight just because you didn't eat. Never thought I'd get lectured on eating by a Renan, of all people. Yeah, well, some of us Renans know what it's like to go without food, believe it or not. What do you mean? I thought... This isn't about me. Now, are you going to eat or not? I would, if we had anything to eat. But we don't. Actually, I have a little bit of food on me. You've been carrying that stuff around this whole time? I'm not sure it's going to be enough for the both of us, though. That's why we're going to cook it instead. Cook? I've never done anything like that before. Me neither, to be honest. But we've got to make something out of all this, so might as well try. Okay, kochen. What are you staring at me for? Your clothes are all about function over form. You should think about sprucing them up a little. Why? What purpose would it serve? I guess you're right. I just think you'd look good with a little blue thrown in somewhere. All right, I'll think about it. Ah, okay, doch nicht kochen. Gut, dann rasten wir einfach nur. Ah, beim Rasten kannst du jetzt kochen. In Lagern und Gasthäusern kannst du Mahlzeiten kochen, die nach dem Verzehr vorübergehende Effekte verleihen. Suche nach Rezepten, um neue Gerichte zuzubereiten. Zutaten findest du an Fundstellen sowie in Gemischtwarenläden. Wenn du eine neue Mahlzeit isst, werden die vorherigen Effekte überschrieben. Je nachdem, welches Gruppenmitglied kocht, unterscheidet sich die Wirkung und Dauer der Effekte. Es ist also ratsam, den Küchenchef immer anhand deiner aktuellen Ziele und dem Gesamtstatus der Gruppe auszuwählen. Okay, im Moment können wir Haferbrei kochen. Ein mildes Gericht aus Getreide, das in Wasser gekocht wird. Es ist zwar sättigend und bekömmlich, hat aber kaum richtigen Geschmack. Kocheffekte, Verteidigung hoch, Tee. Lieblingsgericht-Effekt,
höhere Wirkung und längere Dauer, verbraucht doppelt so viele Zutaten. Wow. Cool. Haferbrei und es kann nur Schion kochen. Okay.